Jetzt hör doch mal auf, du stellst eine Frage nach der anderen. Ja, huste noch lauter. Schrei rein. Schrei. Ach komm, leck mich. Mann. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bed Wars. Und zwar mit einer neuen kleinen Serie und zwar der Abwechslungswoche. 7 Tage lang Bed Wars, 7 Mal mit verschiedenen Personen und heute ist meine Freundin mit dabei. Hallo. Hallo. Vielleicht muss ich auch nach unten gucken. Ich bin mir nicht so sicher, wo ich dich hinpacke, ob wir uns tatsächlich nebeneinander packen, so wie wir gerade sind oder nicht. Wir spielen heute eine kleine Challenge außerdem mit dazu und zwar darf mir meine Freundin ein paar Fragen stellen und wenn ich die richtig beantworte, also über sie, wir testen, wie gut ich sie kenne und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird nicht gerade atemberaubend werden. Und wenn ich die Fragen falsch beantworte, dann muss ich halt runterspringen, einfach mit dem Equip, was ich gerade so habe, was natürlich nicht ganz so geil wäre. Aber wir werden mal sehen. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Gut. Ich kann auch schon mal... Wir können einfach mal so tun, das spielen wir ganz normal, ohne Challenge. Und wäre ja ganz nett, ne? So, 2 Kisten fehlen hier noch. Dann nehme ich noch ein Schwertchen mit dazu. Und dann packe ich die Kisten hier hin, bevor eine Frage kommt. Ich kann dir ja die erste Frage dann stellen. Nee, kannst du gar nicht. Doch, kann ich. Das ist unmöglich. Impossible! Meine Naturhaarfarbe aber genau bitte schön, mit jeder einzelnen Farbnuance. Nuance? Nuance. Blond. Mit ein bisschen Braun drinne. Und wenn die Sonne drauf scheint, ist es grün und manchmal so rot. Es ist nicht grün. Es ist grün! Du bist grün. Das war richtig, oder? Nein, das Grün ist weiß. Natürlich ist es grün manchmal. Ich habe ein Bild, wo es richtig grün aussieht. Ich habe Beweise. Hä? Hundertprozentig. Es ist nicht grün. Doch, es ist. Ich habe recht. Warum stimmt hier eigentlich schon hier gerade? Keine Ahnung. Okay, wir lassen es gelten, weil es die erste Frage war. Das war richtig. Ich kenne dich besser als du mich. Immerhin sehe ich deine Haarfarbe häufiger. Hä, aber doch nicht meine Naturhaarfarbe. Hä, doch. Hä, die habe ich aber häufiger gesehen als du. Nee. Nein. Die kenne ich schon seit 1904 oder so. Okay. Okay. Ich muss mal auf meine schlauen Notizen gucken. Was ist mein absolutes Lieblingsessen? Dein absolutes Lieblingsessen ist, Auflauf? Ja. Nudelauflauf? Auflauf. Okay, gut. Nein! Ich hab's richtig beantwortet. Warum sterbe ich jetzt? Das ist doch scheiße. Wegen deiner Unfähigkeit. Willst du spielen? Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, gleich die nächste hinterher, ne? Ist okay. Ich muss mir das doch erstmal angucken. Lass mich gar nicht erst equippen hier, ey. Ist okay. Ja, ich komm damit schon klar. Meine Schuhgröße. 40, 41. 41, 42. Ist doch richtig gewesen jetzt. Nein, jetzt Mann! Zumindest 41 war richtig. Was war das jetzt? 41, 42. So riesige Füße, ey. Ja, weiß ich doch. Hey, Wiete. Soll ich mich nochmal umbringen? Kommt gleich. Ja, ich glaube auch. Was machst du da? Absichern, dass wir hier nicht runterfallen. Wenn jemand kommt. Ja, aber den kannst du dann auch nicht runterschlagen. Ja, das stimmt, aber ich bin ja im PvP-Babo und deswegen ist das ja gar kein Problem. Ja, das ist dumm, was du da machst. Nö, ist es nicht. Du hast überhaupt keine Ahnung von der Materie. Ich habe so viel Bed Wars-Videos geguckt, da weiß ich das. Ja? Ja, ohne einmal gespielt zu haben. Und ich habe... Das stimmt. Also ich würde jetzt irgendwie auch gerne mal was reißen. Ja, dann mach. Aber die Fragen sind viel zu schwierig. Hey, du warst bis jetzt... Okay, die letzte hast du nicht beantwortet. Die war einfach. Ja, hier komm, da kann man sich mal vertun. Wüsstet ihr die Schuhgröße von eurer Mutter? Bestimmt nicht, also. Gut. Doch. Außerdem bin ich deine Mutter. Du bist auch ein Muttersöhnchen. Ein Söhnchen, ja. Ja. Deine Schuhgröße weiß ich übrigens auch. Ja, na und? Ich nicht. Und jetzt? Willst du mir damit was sagen, oder was? Das Bett von Orange wurde von Türkis vernichtet. Oh, das ist sehr nice. Was für eine Aikido-Gradierung habe ich? Ich weiß nicht mal, was es für Gradierungen gibt. Ich habe den 47. den dritten Q.
Ich nicht. Was? Du hast geraten. Das Q war das Einzige, was in meinem Kopf geblieben war. Ich bin halt gut. Ich kenne mich halt aus. So, wo ist er jetzt hin? Will er jetzt zu mir? Da ist er doch. Ja, ich sehe ihn schon. Da ist er. Oh, mein Bett ist weg. Da ist er. Hallo. Du schwebst ein bisschen bei mir. Wo ist er? Hey, ich treffe ihn nicht. Das war ein bisschen merkwürdig. Der war irgendwie ein bisschen misplaced. Ah, guck mal, er baut doch schon seinen Weg. Das ist ganz nice. Kann ich ihm gleich entgegengehen? Ich denke nicht, dass er einen Bogen hat. Wie viele gibt's denn noch? Ah, okay, nicht mehr so viele dann. Zwei noch. So, Türkise. Dann komm mal her. Schön, dass du den Weg für mich wieder komplettiert hast. Hat er doch, oder? Ja, hat er. Mann! Ja, stell eine Frage jetzt. Komm, schnell, komm, schnell, schnell. Weiß ich nicht. Ich bin gestorben. Ist okay? Nein. Warum nicht? Oh Gott. Was ist meine Lieblingsfarbe? Wenn wir schon ausgehen, dass Schwarz keine Farbe ist. Rot. Ja, das war auch einfach. Das war leicht, ja. Komm her. Komm her. Oh, ich hab ihn. Gut. This is pretty amazing. Es gibt übrigens so ein Lied, ne? Mit irgendeinem Horse und pretty... Keine Ahnung. Irgendwas gibt's doch da. Amazing Horse oder so. Heißt das so? Look at my horse is amazing oder so. Right. Aber ich will jetzt nicht singen. Warum nicht? Nee. Gesangs-Challenge. Nee, da verwechselst du mich wohl. Okay. Ansonsten? Alles gut bei dir? Ja, alles super. Das ist schön. Bist du öfter hier? Ja. Na, immer zum Essen, ne? Meine, wo super toll, wenn du hast Videos gucken. Hey, ich mach dir das Essen. Ja. Aber dann gucken wir Bad Wars Videos von mir. Ja. Was für einen Tick habe ich, wenn ich neue Bücher bekomme? Was für ein Tick? Ja, was für eine Angewohnheit. Was muss ich denn immer machen, wenn ich neue Bücher bekomme? Besonders wenn ich mehr neue Bücher auf einmal kriege. Dran riechen. Nein, nein, warte, lass mich überlegen. Fuck. Fünf, vier. Ja, Lesezeichen rein, gucken, wie viele Seiten es hat. Drei. Ein. Reinbeißen. Meine Bücherregale umräumen. Ja, das ist doch erst, wenn du die Bücher gelesen hast. Ach komm. Als Zeitverschwendung hier. Dass ich den roten gerade nicht bekomme, war ein bisschen ärgerlich. Hab ihn eigentlich ganz gut gehittet. Na gut. Ja, ja. Wir sehen schon, wie gut wir uns kennen, ne? Aber bisher gehen die Fragen eigentlich noch, muss ich sagen. Da habe ich echt krasseres erwartet noch. Aber der kommt jetzt bestimmt gleich. Der Overkiller 9000. Was nicht ganz so geil wäre. Ich suche gerade eine schöne Frage. Ja, es lohnt sich nicht wirklich, mich großartig auszurüsten jetzt. Weil ich sterbe sowieso jetzt, bestimmt gleich. Nein. Nein. Welche Gradierung wollte ich erreichen? Wenigstens, mindestens. Ich kenne bloß den dritten Q. Bevor ich mit der Ausbildung fertig bin. Den dritten Q? Nein, den zweiten. Mann! Ja, schön mit 12 Gold, schmeiß dich runter. Nein, nicht, du darfst nichts rausschmeißen. Hey, du Schummel! Ach Mann! Der wird sich auch denken, was macht der Dude denn da, Alter? Ach nö. This is not pretty amazing. Jetzt stellt sich meine Schadenfreude wieder ein. Ja, ich merke das schon. Macht dir Spaß, ne? Ja. Und das war nicht mehr die schwerste Frage. Ja, aber ich kenne mich mit Aikido nicht aus. Ich habe auch kein Interesse daran. Geh, verlass diesen Raum. Ich mag dich. Ich hab dich lieb. Gib mir nette Fragen. Luke schreibt, hast du gesoffen. Gut. Wenigstens einer, der es schon mal einsieht oder bemerkt hat, na, worauf ich mich eingelassen habe. Zahnärztin. Rot wurde besiegt. Ich kenne nicht einen Zahnarzt auf diesem Universum, ey. Wow. Name von deiner Zahnärztin. Was gibt es denn da? Doch, warte. Doch, hier. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Es liegt nur... Oh, scheiße, der leckt richtig rum, komisch. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt es denn? Wie? Ich lasse dir noch die Chance. Weil ich... Das fällt mir nicht ein. Das fällt mir nicht einfallen. Komm, ich töte ihn dafür auch nicht.
Keine Ahnung. Rapschläger. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wie heißen die andere Zahnärztin da? Keine Ahnung. Zahnärztin? Ja, da wo ich hingehe. Was ist da drüben? Ist der andere Typ, oder was? Du warst seit 3 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt, weil wir wissen, wie die heißt. Hey! Halt, teil sie verraten. So lange ist es noch gar nicht her, glaube ich. Also, schon 300 Jahre oder so, aber geht noch. So, hier mal ein paar Trepsi hin. Orden, was mag ich am liebsten? Orden in richtiger Reihenfolge, mit dem, was ich am liebsten mag, halt anfangen. Marzipan, Nougat und Schokolade. Marzipan, Nougat und Schokolade. Ja, spring jetzt in die richtige Reihenfolge. Ihr Nougat ist auf Platz 1. Hä? Ist das falsch schon? Nein, mach ja, du, ja, dann guck doch nicht so, sei doch nicht so ruhig. Dann sag, jo, ist richtig. Ja. Ja, und dann kommt Marzipan und dann Schokolade. Falsch, eher Schokolade, dann Marzipan. Ach komm, lass mich wenigstens scrollen. Nein. Schmeiß dich runter, hallo. Darf ich ihm mein Schwert geben? Nein. Komm mal her, mein Bro. Jetzt. Hat ein bisschen Angst gehabt. Ich weiß es nicht. Och, Mann. Dieser Rote, ne? Der wäre schon 5-mal tot. 5-mal. Ja, ja. Jetzt kommst du wieder mit der Tour, ne? Ach, Liebling. Ich hab dich auch sehr lieb. Na komm, hau die nächste Frage raus. Das war überhaupt nicht meine Idee, als wenn ich mir so einen Schmarrn ausdenke. Doch, vor 300 Jahren. Ja, vor 300 Jahren war mein Ich auch noch nicht ich. Also. Nee. Was ist mein schlechtestes Fach in der Ausbildung? Warum sagst du das immer genau dann, wenn ich loslaufe? Taktik? Dein schlechtestes Fach in der Ausbildung war Anatomie. Fast Physiologie. Ja, Anatomie hattest du auch eine 2. Ah nee, das war dein komisches Zeugnis. Ja, zählt, oder? Nein. In Anatomie habe ich fast eine 1 geschafft. In Physiologie bin ich gerade an der 3 vorbei. Also... noch eine 2, aber ganz knapp nur. Ja. So, jetzt lass mich wieder ausrüsten und dann stellst du wieder deine Frage, ne? Finde ich gut. Genauso sollte ich das doch machen. Ja, nicht immer. Ich muss auch mal was schaffen. Ich falle die ganze Zeit nur runter. Das ist doch deine Schuld. Nein, ich kann halt nichts. Luke halt's Maul. So. Okay, next one. Wer lebt denn noch gelb? Wo ist denn gelb? Ich habe vorhin hier drüben irgendwen gesehen gehabt. War da eben nicht gelb? Guck mal nach da. Da ist doch gelb. Ach, ich bin gelb. Was ist das da? Schwarz? Da hinten war ein... doch, das ist pink. Ach, da hinten. Okay. Und da kommt Ruth gerade wieder oder sowas. Komm, schreibt er. Komm. Ach, come on, ey. Ach, guck mal, da sind beide... Ah, guck mal, der Rote traut sich nicht mehr zurück in sein Haus. Den werde ich jetzt einfach wegphrasen. Oder er geht auf den Pinken. Ich lasse ihn mal kämpfen da. Er lebt noch? Nee, doch nicht. Irgendwie nicht so ganz. Na du? So leicht komme ich nicht zu dir, mein Freund. Er hat Rüstung einfach. Ich wollte gerade niesen, weil es nicer Dude. Ist das sein Bettchen? Nein. Wo ist er hin? Was ist denn los mit dir? Ich muss niesen, aber irgendwie auch nicht. Wo ist der hin? Ach, im Haus drin? Ja gut, dann gehe ich halt zu ihm, ne? Würde ich mal so sagen, das ist ja jetzt nicht so die schwierige Sache. Ich habe mir auch keine Frage ausgeguckt. Ja, das ist ziemlich gut für mich mal. Endlich mal. Welcher Film war für mich die schlechteste Buchverfilmung? Die schlechteste Buchverfilmung war für dich, Tintenherz. Du weißt was. Nein, 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 nein! Arschkind! Ich sterbe so oder so, ob ich jetzt deine Frage beantworte oder nicht. Warum gebe ich mir überhaupt Mühe dabei? Frage ich mich auch. Ja, ich mich auch, ey. Vor allem, du gibst dir Mühe? Nee. Ja. Nee, das ist noch lange nicht meine Bestleistung hier. Meine Maus backt gerade so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Ist nicht so. Die Maus ist immer schuld. Jetzt hör auf zu meckern. Meckern, meckern, meckern. Meckhören? Okay. Die Maus ist auch dran schuld, dass du keine Ahnung von mir hast, ja. Eins noch. Dann kann ich mir den Unsichtbarkeitstrank auf Doom holen. Ich weiß zwar nicht, ob ich damit irgendwas anfangen kann, aber ich hole ihn mir einfach mal. So. Nice, ne? Das mal aus. Hier mal einen leeren Slot. Okay, und auf geht's. Mal gucken, ob wir damit vielleicht irgendwie was hinkriegen können.
Lass mal einfach versuchen. Es wäre jetzt äußerst, äußerst nett von dir, wenn jetzt keine Frage kommen würde. Nein, nein! Mann! Wo kam der denn her? Tja, ich hab's gerochen. Du mich auch, Alter. Komm her, Kev Gamer. Komm her. Du bist ganz schön scheiße, wenn du jetzt immer noch nicht gewonnen hast, obwohl ich jetzt schon 500 Mal runterspringen musste. 500 Mal. Der hat ein Eisenschwert, finde ich nicht so geil. Ehrlich gesagt. Vor welcher Prüfung habe ich am meisten Angst? Also von den schriftlichen, mündlichen und... Von deiner Ausbildung? Ja. Die Maus bewegt sich komisch. Vor Anatomie. Hä? Dann vor Physiologie. Was? Nein. Ah, nee. Wie war die Frage? Was war die Frage noch gleich? Die praktische, oder? Also, hab ich jetzt... Vor welcher Prüfung habe ich am meisten Angst? Praktische, mündliche oder schriftliche? Praktisch, mündlich oder schriftlich? Ja. Ja, schriftlich nicht, weil schriftlich bist du ja eigentlich ganz super top drauf. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke. Ja gut. Was ist denn mit meiner Maus? Sie bewegt sich teilweise wieder so ganz komisch oder gar nicht halt. Ah, komm her, komm her. Guten Tag, vielleicht kann ich dir... Ich meine... Ah! Ich hab geantwortet. Du wolltest mir mal noch eine Antwort. Zwei. Falsch. Oh, ich bin gestorben. Tut mir leid. Nein. Was? Ja, Mann, vor den praktischen. Nee, vor den mündlichen. Ja. Eigentlich soll ich das gar nicht mehr durchgehen lassen. Ja, komm, ich bin doch hier komplett... Under control gerade. Der hat jetzt hier wieder das Equip des Jahrtausends. Wessen Schuld ist das? Deine, genau, weil du mir immer so ein Kack-Fragen stellst. Was kann ich denn da? Ja, lass mich doch mal einmal bis in die Mitte kommen, Mädel. Einmal! Du hättest schon so unendlich viel Gold, wenn du mal was wüsstest. Ja, ich weiß aber nichts. Kenn ich dich? Habe ich das jemals behauptet? Nein. Mein Unsichtbarkeitstrank ist auch kaputt gegangen wegen dir. Nicht wegen mir. Jetzt ist er auch in der Mitte. Toll. Tränke will ich nicht. Ich will nur. Gib mir Traps, ich komme eh nicht in die Mitte. Bei dem Bogen? Ist wahrscheinlich, ne? Was sind meine Lieblingsblumen? Ganz einfach. Okay, er hat die Traps scheinbar bemerkt. Hallo. Er hat keinen Bogen. Deine Lieblingsblumen? Rosen? Ja. Also nicht mal nicht ganz so lustig. Mann! Schrei doch nicht so. Ja, was? Oh, es ist eine Kackrunde. Eine verdammte Kackrunde. Sie ist wunderschön, weil ich dabei bin. Nein, ist sie nicht. Doch. Jetzt kommt er hier, aber er scheint keinen Bogen zu haben und er ist in Traps gelaufen. Das heißt, er sieht mich nicht unbedingt. Kickt mich jetzt wahrscheinlich trotzdem hier runter. Wie so ein Arschkäfer. Komm her, komm her, komm her. Ich hole dich jetzt. Du hast zumindest ein bisschen Schaden bekommen. Hat er einen Bogen? Ach ja, stimmt. Hatte er ja vorhin. Nicht, Alter, der hackt! Der muss wieder Hacker am Titel schreiben. Jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt komm her. Nice! Nice! Was habe ich am Wochenende vor? Sex mit mir! Sex! Ich bin gar nicht da! Ja, trotzdem! Ja, keine Ahnung. Ich warum fahre ich dieses Wochenende nach Hause? Weil ich was vorhabe. Was habe ich vor? Du. Jetzt überleg, das weißt du. Ja. Dafür habe ich letztes Wochenende geübt. Ja, nee, du hast irgendwie so ein... Was? Lehrgang oder... Nee, die Aufführung vor 2 Millionen Menschen. Okay, es waren zwar nicht 2 Millionen. Ja, sondern 2000. Ich will. 2000, so, ja. Aber ja. 1000 nur? Nur. Traust dich noch... Du traust dich noch hier zu... Ich hab dich lieb. Glaube ich dir nicht. Doch, schon. Was machst du denn? Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, merke ich. Hab ich Schuhe her? Hat der Bogen? Das ist die Frage. The questions of questions. Warum ist eigentlich da hinten schon wieder so eine komische Sicherheitsplattform? Warum treffe ich ihn gerade? Ah, jetzt mal. Das gibt es nicht, wie. Der hat irgendwas Intus gehabt. Oh, die Maus, ey. Es ist unglaublich. Teilweise. Was ist dein Lieblings-was? Mein Lieblingstee. Tee? Du trinkst Tee? Seit wann das?
Pfefferminztee. Ja. Nice. I'm the very best. So, vielleicht hat er mein Gold nicht gefunden. Dann könnt ihr mir das da holen, sofern ich auch nur da hinkomme. Das wäre ziemlich pretty amazing. Okay, er rennt gerade zurück. Er wird aber wahrscheinlich in die Base rennen, von der ich gekommen. Also er wird jetzt nicht bis in seine Base laufen. Hast du gerade gehustet in der Aufnahme? Ja, mache ich doch immer. Very unprofessional. Ich habe eben schon beinahe zweimal genießt, also. Ja, niesen ist lustig. Ja, ich musste ja nicht niesen. Ja, wie denn? Ja, du bist der Bedwars-Spieler. Mann, es ist zum Kotzen einfach. Ich habe keinen Bock, mich auszurüsten, weil ich weiß, ich sterbe sowieso dann gleich. Ich traue mich gar nicht mehr, dir irgendwelche Fragen zu stellen. Das ist der Sinn der Taktik hier gerade. Alle denken, ich hasse dich. Vielleicht tue ich das auch. Du stehst immer in mir und Blocky im Weg. Unserem gemeinsamen... Ich hab dich lieb. Welche Bands sind bei mir momentan ganz weit oben? 3 Stück. Muss ich wissen, was die machen, oder muss ich den genauen Namen wissen? Du musst nur den Namen wissen. Ich weiß aber, was die für Lieder machen. Einmal diese, die Anime-Zeug machen, die auch was von Naruto und Death Note und so gemacht. Nee, Death Note gar nicht, ne? Hä? Nee, aber hier Chubli Chubli Muni Muni Minuhi. Genau. Ist, lass ich Geld, weil du schon so angepisst bist. Maximum the Hormone. Ah, genau die. Und dann? Weiß ich nicht. Nee, dafür... Oh, tot. Nee. Jetzt sag. Ja, Children of Boredom, falls das immer noch zählt. Ja. Okay, also auch Bands von früher und... Die sind bei mir immer noch. Also dann noch was? Wie viel? 3? 3, ja. Davon habe ich dir erst neulich im Auto erzählt. Das lief und ich fand das voll gut. Ja, ich weiß, was du schon länger nicht mehr gehört hast. Ich überlege gerade, es war nicht Oomf oder so, oder? Nein. Es war aber sowas ähnliches. Oh, guck mal, er hat schon wieder Angst hier. Nicht so. Mach einfach die Tür zu und lauf weg. Alter, das ist unglaublich, wie er mich hier wegfegt. Ist egal, hier sind nochmal Traps drauf, wenn er gleich rüberkommt. Wenn er ja, soll ich denn jetzt auflösen und du springst runter? Achso, nee, warte, ich weiß es. Okay, löst auf. Nee. Ja, löst auf, ich spring dann nochmal runter. I'm on a Mars. Kenn ich nicht. Hä? War da auch das Thunderbird? Was ich voll gefeiert habe im Auto? Ja, kann gut sein. So, Traps wurden ausgelöst. Ja, komm, schneller. Ach, verdammt, er ist zurückgelaufen. Schade. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Traps liegen. Ich dachte, das wäre eine einfache Frage. Ja, nicht Amon Amarth. Oder wie die heißen, die kenne ich nicht. Ja, nicht vom Namen. Okay, er geht gerade zurück. Nein! Ach, es ist zum Kotzen mit ihm, Alter. Der kann überhaupt nichts. Warum fällst du immer runter? Ja, weil ich zwischendurch immer runterspringen muss. Sonst hätte ich ja Gold. So, jetzt hat er wieder meine ganzen fucking Traps kaputt gemacht. Jetzt muss ich hier... So, perfekt. Ey. Der Rückstoß von dem Scheißschwert, ne? Ja, dann komm noch her, ey. Komm noch her. Komm. Klar, töte mich. Ist in Ordnung. Wie er auch keinen Rückstoß bekommt, ne? Jetzt! Wir... Ach, Sicherheitsplattform, okay. Wollten wir beide zuerst nennen. Huh! Hast du gehört? Ja, ich habe ihn aber bekommen. Keine Ahnung, Idiotenkind oder so. ist der Hund, der ziemlich dumm ist. Der ist süß. Ja, ich weiß es nicht. Odin. Ach ja, stimmt. Oh Mann, jetzt muss ich runterspringen. Ein Glück habe ich mein Zeug gerade noch kurz vorher in die Truhe gelegt. Hast du? Nur das Eisen nicht war da wichtig. Warum schummelst du, wenn ich... Das war nicht schummeln. Alles gut. Die ursprüngliche Regel von unserem ersten... Jetzt hör doch mal auf, du stellst eine Frage nach der anderen. Ich brauche auch eine Pause, mein Gehirn explodiert gleich. Das ist doch nicht normal. Ach so. Ist aus der Webcam draus, wenn du da so dich rauflehnst. Man muss sehen, wenn du lachst, weil das ist lustig. Ich wollte eigentlich mit den Zuschauern reden, aber okay. Okay, red doch mit denen. Ob mein Gold noch in der Truhe ist oder ob der sich das jetzt gekriegt hat. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall Gold hat er.
Achso, ja. Die ursprüngliche Regel, die wir für unseren ersten Versuch festgelegt hatten, hieß eigentlich, dass du stehen bleibst, solange du die Frage nicht beantwortet hast. Ja, komm, nee, das wäre ja... ein bisschen scheiße. Und ich bin sehr großzügig. Ja, das stimmt schon. Aber man muss auch manchmal gewisse Kompromisse eingehen in so einer Challenge. Ich hoffe, er hat sein Bett nicht weiter zu... Ach, nee. Falsch beantwortet eine Frage, oder? Nein. Ach, come on, ey. Ich hätte sie vielleicht in Reihenfolge fragen sollen. Ja, der hätte jetzt genauso lange für seine Dings gebraucht, wie ich für meine. Und das ist dann wieder so eine blöde Situation hier, mit der ich ungern konfrontiert werden würde. So, mit meinen Traps, auf meine Traps ist er so langsam, fällt er glaube ich nicht mehr rein. Welche Haarfarbe mag ich absolut gar nicht? Haarfarbe nicht allgemein Farbe. Das werde ich verwirrt. Jetzt. Ich wollte schon sagen, Haarfarbe? Ja, du hast immer gesagt, du magst alle Haarfarben. Du bist Haarfarbenfetisch, Alles klar. Nein, welche Farbe mag ich überhaupt? Grün. Ja. Ich finde, dass ich Team Grün bin. Ich kämpfe übrigens gegen Pink, ne? Mein Erzfeind. Selbst Pink ist ja klar. Aber wenn ich jetzt Warpowder hätte, ne? Ja, komm her. Hast du aber nicht. Krieg den Rückstoß auf Doom! Oh, ey, wie ich immer bis zum Mond fliege. Wieso er auch immer ein Eisenschwert hat? Dieser Junge ist unfassbar. Weil er seine Freundin besser kennt. Oder er ist gar keine hat, die mit ihm sowas immer... Ja, jetzt wisst ihr, Leute. Holt euch niemals eine Freundin. Weil dann verzweifelt ihr im Bad Wars einfach. Unglaublich. So, wieder ein paar Traps geplantet. Geht da wieder ganz vorsichtig vor. Ja, komm, spam dich. Spam mich zu Tode, ist okay. Kevgamer, ist okay. So, jetzt muss ich aber sofort los, weil jetzt läuft er gleich in Traps. 3, 2, 1. Ah, er hat sie gesehen, glaube ich, und macht sie gerade kaputt. Ne, jetzt zieht sich wieder zurück. Okay, dieses Mal mit einer anderen Taktik. So, und zwar mit Steinchen wieder, so kleine Zwischenbases bauen. Ne, er war noch nicht hier vorne, okay, das ist sehr gut. Was für eine Farbe an Kleidung trage ich im Krankenhaus? Ja, weiß. Hä? Im Krankenhaus trägt man weiß, oder was meinst du? Nein, wir haben verschiedene Farben, wie gesagt. Welche davon trage ich? Mais. Das habe ich dir auch schon drauf gezählt. Blau? Ja. So und gut. Weiß nur, wenn Ausnahmen. So gut. Wenn ich kein Blau da ist. Oh, dieser Typ, ne? Es nervt mich so, es fuckt mich so ab. Aber deine Fragen gehen auch irgendwann zu Ende. Ja, huste noch lauter! Schau mal, was von Professionalität gehört. Nee, ne? Nee. Ist ein bisschen eingeschüchtert gerade, ne? Ja. Du kennst mich so gar nicht. Was mag ich an mir am liebsten? Bier. Hä? Was mag ich an mir am liebsten? Bier. An dir am liebsten magst du deine wohlgeformten Augen. Ja. Okay, die ist schwer, die ist schwer. Ah, wie er schon wieder mit seinem Bogen zu Todesband. Okay, er geht weg. Oh, ey, es ist... Das war einzig. Nee. Warum trage ich nicht so gerne Mützen? Lauter sprechen. Warum trage ich nicht so gerne Mützen? Schrei rein! Schrei! Sei frei! Mann, beantworte mir die Frage! Du trägst doch eine Mütze. Ja, warum nicht so gerne? Stimmt, weil sie deine komische Frisur ruiniert oder sowas. Ja, Mann. Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ah, die ist noch gut, ja. Darf ich jetzt wenigstens einmal Gold... Ach, ja. Komm ich ja sowieso nicht so weit. Na komm, schieß doch. Was, der im Weg? Ja, natürlich. Hä? Hä? Was hat der gemacht? Ich weiß es nicht. Nuss ist auf jeden Fall. Egal, was passiert ist. So, selbst wenn er runtergefallen ist, er war doch eben nur auf dem Weg. Er war im Weg. Also, kommt der ohne alles an? Er kommt ohne alles an? Spät, ja. Ja, naja, das ist... Du wachst halt entweder drin oder nicht. Ja. Was war denn das gerade? Vielleicht ein Mega-Leck bei ihm? Weiß ich nicht, kann sein. So, da wird schon kein Rückschuss haben. Ja, komm. Ach, komm. Ja, so wie... Ja, wenig Rückschuss... Alter, der ist richtig komisch, der Dude. Der richtig komische Dude. Ich behalte jetzt erstmal mein Gold. Geh jetzt... Ja, ich erlaube dir, was du brauchst.
Dann habe ich mir Dann werde ich die Familie nicht. Also gut. Verhindert oder so? Nee. Einfach nur dezent. Dezent aufgebracht. Hab dich aber lieb. Das werde ich ja nachher sehen. Ja, nachher kriegst du Sprügel, ey. Sprügel kriegst du. Sprügel. Muss man sich ja nicht wundern, warum ich so viele blaue Flecke habe. Ja. Weißt mal, wo es lang geht hier. Blocky, nimm dir ein Beispiel. Setz dich mal durch bei dir zu Hause, ey. Ist nicht mit anzusehen, du Waschlappen. Ich bin sehr tolerant zu dir. Du hättest eigentlich ein paar Mal sterben müssen. Du hättest auch schon ein paar Mal im Real Life sterben müssen. Bei so einer Frechheit. Du bist eine Frechheit. Ja, komm doch auf meine Schulter, genau. Stoß mich am besten noch an, während ich hier so... Du hast es drauf angelegt. Auf den Schreibtisch auch noch zum Wackeln zu bringen. Ich bitte dich, diesen einen Angriff, verschone mich. Verschone mich. Küsst du mir dafür die Füße, ja? Ja, nachher. Müssen wir aber nicht aufnehmen, ne? Können wir privat machen. Ja, er ist runter. Was fehlt mir noch an Schmuck auf meinem Kleiderschrank? Wo ist er denn? Huh! Er ist ganz woanders gespawnt, wo ich ihn nicht erwartet habe. Hier, okay. Was mir noch an Schmuck fehlt. Laut meinem Schmuckschrank. Laut deinem Schmuckschrank? Das hab ich, darfst du halt. Du hast dich schon beschwert, dass ich dich damit nerve. Also wenn du das jetzt nicht weißt. Ohrringe? Ketten? Ja, jetzt leg dich fest. Okay, das Richtige ist dabei. Das heißt, es ist eine 50-50 Chance. Ketten. Falsch. Nein. Mann, das war leicht, weil du dich drüber aufgeregt hast. Mann. Okay, weiter geht's. Alles gut. Alles gut. Der Typ konnte sich nochmal wieder befreien, der wird sich jetzt denken, hä, wo ist der? Wo ist er hin? Aber gut. So am explodieren. Am exploden. Why? Why? What is going on here? So, der wird in der Mitte jetzt keinen Stuff haben. Komm. Komm. Und vor seinem Dings wurde aufgebuddelt. Du hast jetzt auch keinen Boden. Nee, keinen Boden habe ich auch nicht mehr, nee. Wenn du hier weiter so rumwackelst, dann stimmt das. Aber der wird so schnell nicht craften können, wie ich da bin. Ja, aber guck mal. Wie er schon wieder ein Eisenschwert hat. Fick dich, Bro, Alter. Es ist unfassbar. Sind deine Fragen bald mal zu Ende? Nein. Diese Challenge geht schon fucking 35 Minuten. 35 Minuten pures Rumgerage. Was soll ich denn da machen? Ich trau mich nicht, mich auszurüsten. Ich trau mich nicht. Du weißt schon, dass viele Leute nicht A-Prime mögen und jetzt deswegen Dislike geben werden. Bist du bewusst? Ja, ist jetzt meine Schuld. Ja. Super. Was ist meine Kleidergröße? Ich weiß nicht mal meine eigene Kleidergröße, Alter. Ich probiere das Zeug an und entweder passt es oder es passt nicht. Woher soll ich? Ich weiß nicht mal, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Ob es Kleidergröße 1, 2, 3 oder A45 gibt. Oder 33, 39. Oder ob das 147XL75Y ist. Ich habe absolut keinen Plan. Ach komm, leck mich! 35. Dann wäre ich ein Magermodel, aber okay. Ja, ist doch ein Kompliment. Sag einfach, es stimmt. Nein, das ist falsch. Ich würde jetzt eher erst runterspringen und mich dann ausrüsten. Ach, guck mal, Luke geht auch schon offline. Der hat auch keinen Bock mehr. Siehst du mal, was du angerichtet hast? Jetzt ist Luke traurig. Und der andere ist wieder full equipped. Wird mich Bowspam bis zum Tode. Ja, ich glaube, ich habe keine leichten Fragen mehr. Ja, toll. Auf jeden Fall super grandios gemacht. Was war am Sonntag? Das habe ich dir vorhin erzählt. Ja, am Sonntag war Sonntag.
Nein, ein besonderes Ereignis, wo meine Eltern waren. Beim Geburtstag deiner Tante? Ja. Wow. Komm, das war einfach. Ich habe keine einfachen mehr, sonst. Also viele. Er bekommt keinen Rückstoß, kein bisschen! Oh Mann, ich hab ihn direkt von der Seite gehittet. Es ist doch nicht. Langer Kampf, ja, der wäre schon lange zu beendet, Junge. Hast du ein Glück, dass ich eine Freundin hab? Die scheinbar mehr immer. Bist du, stehst auf den, oder was? Findest du den heiß? Ich steh nicht so. Aber auf Gelb auch nicht. Ja. Wird auch langsam warm hier nebeneinander. Ja, ganz schön. Ey. Mann! Schrei doch nicht immer so. Ja, warum nicht? Ich bin angepisst. Die Nachbarn kriegen Herzinfarkt. Hier ist mir doch. Und ich auch. Ja, ich bin schon längst tot, Alter. Alter. Langer Kampf, als wenn er eine Chance hätte, ne? Als wenn er eine Chance hätte. Was ist das Aufregendste, was diese Woche passiert ist? Ja, dieses. Mach den Block klar. Für mich. Der schönste Weltraum. Ich bin nicht absichtlich runtergekommen. Aber meine Nerven sind irgendwann auch ein bisschen am Ende. Aber ich hoffe, die vom Gegner halt ebenfalls. Was war die Frage? Was war das Aufregendste, was diese Woche passiert ist? Du wurdest angenommen. Ja. Du hast einen Job. Einen Job, Baby. So, und er? Enderperle? Stärketrank? Alles drin jetzt? Ja, bestimmt, ne? Ja, freut sich der kleine Mopsi. Manchmal bist du echt komisch. Ja, du auch. Ich bin nie komisch. Nie, nein. Ach komm, hör doch auf, Alter. Wie ich hier einfach mal drehen lasse. Ja, ich weiß nicht, was ich dir nur sagen soll. Ich weiß. Ja, es ist halt andauernd dasselbe. Und dich wieder an die Macht kommt. Ja, ach so, und dann wieder von vorne. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich habe dir eine total einfache Frage gestellt. Dass du dich immer schon genervt gefühlt, weil ich dir das erzählt habe. Und auf einmal weißt du das nicht mehr. Ja, hat wohl einen Grund, ne? Trennung? Nur neue Nerven. Er ist bei mir. Ich glaube, ich habe Pokémons gefunden, oder? Ja, mag sein. So, jetzt ist eine Trap gelaufen. Stärketrank, ja natürlich, komm. Verpiss dich, er hat aber... Er ist in noch eine Trap gelaufen. Ja, wir müssen jetzt bei den... Ja, ich weiß. Wessen Schuld ist das? Deine. Dass ich in dieser Situation bin? Ja, ach komm! Mit einem Herz, oder was? Schön, bau die Truhe ab, nice. Der sieht jetzt mein Spawn zu bauen? Ich spawn hier oben drauf, was ist los? Ach, er will mich dann immer rüberkicken, oder was? Vielleicht war das doch nicht so dumm. Ah ja? Ja, wir können in einer von solchen Situationen. Ja, wenn nicht. Das ist Standardsituation, dass irgendwer kommt zu dir und Spawn killt. Nee, mein Freund. Nee. Solange du mich hier nicht runterkickst. Ich kann dich auch durch Kisten durchschlagen, das ist los, hoffentlich. Scheinbar nicht. Von da kann ich ihn noch schlagen. Super. Hat sich richtig gelohnt, den ganzen Stress hier in Kauf zu nehmen. Ich werde weg, ich brauche Steine. Ich werde weg jetzt. Boah, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ist auch gut so. Ich hoffe, du bist froh drüber, stolz drauf. Daneben gesprungen. Was soll ich denn machen? Ich muss... Mach den Blockler, der schönste Welt im Bad Wars. Freut er sich, Alter. Ja gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Komm, smile. Oh. Mann. Thank you.
Tschüss. Tschüss. Soll ich machen? Dieses... Nee, das macht kein Mensch mehr. Warum? Weil man nicht ankommt, richtig. Das ist jetzt sehr glücklich. Okay.